Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Vergessenes Erbe. Ich bin euer Basti, wir sind im Hausflipper und ja, es geht weiter mit den nächsten Wohnungen hier. Ich habe mich entschieden, das zwei zu teilen, weil wir das mit einmal nicht schaffen werden. Okay, jetzt geht's los. Ich soll hier noch irgendwas verkaufen. Das Ding soll noch weg. Das bleibt alles. Okay. Jetzt sollen wir erstmal streichen hier drinnen. So. Dann fangen wir mal an. Dann fangen wir mal an zu streichen. So, hier in der Ecke ist noch was. Sehr schön. So, wir machen erstmal am besten die Wände, die hier überhaupt nicht gestrichen sind, die überhaupt keine Farbe auf sich haben. Und ich denke mal, das reicht dann schon fast, oder? Ne, das reicht noch nicht, aber ich werde hier trotzdem komplett durchstreichen mal. So, okay. Das wäre erledigt. Jetzt sollen wir Leitungsanschluss, hängendes WC, Spiegel, okay, erstmal eine Badtür rein. Das kriegen wir hin. So. Die haben wir schon mal erledigt. Hängendes WC, mal gucken, wo wir das hinmachen. Am besten dahin und eine Duschinstallation, die würde jetzt noch hier in der Ecke passen. Oder die machen wir hier hin, würde ich sagen. Komm mal her hier. So. Dann drehen wir das auf jeden Fall erstmal auf hier alles. So, und dann würde ich sagen, hängende Toilette. Ah, die Dusche passt nur hier hin. Die hätte ich vielleicht hier drüben in der Ecke setzen sollen. Weil die offen ist. Naja, gut. Okay, dann packen wir erstmal das Klo rein. Und dann machen wir die Dusche hier. Ja. Die ist ein bisschen offen, aber okay. Sollte nicht das Problem sein. Eine Wanne noch und ein Waschbecken. Das Waschbecken können wir ja hier vorne hinpacken. Gut, das montieren wir mal ganz schnell. Das geht relativ schnell. So. Einmal aufdrehen und dann sind wir hier schon fertig. Dann können wir hier zwei Spiegel hinpacken. Sollen wir hier zwei Waschbecken hinpacken? Bin mir jetzt nicht ganz so sicher. Hier kommen zwei Waschbecken hin, genau. So. Machen wir das andere auch noch hier ran. So. Sehr gut. Und dann war ja, glaube ich, noch eine Badewanne. Ja. So, so, so. Und dann sind wir hier im Bad schon fertig. Sehr gut. Dann gehen wir in den Raum. Bodenfliesen verlegen geht immer am schnellsten, deswegen machen wir das als erstes. Hinten in der Ecke anfangen, bis nach vorne ziehen. Dann in der Farbe weiß streichen. Mal sehen, ob ein Eimer reicht hier. So, ich sollte eigentlich mit dem Eimer hier
komplett durchkommen, ist, glaube ich, nicht so viel. So, hier unten lang noch. Sehr schön. Da noch und da noch. Dann sind wir hier fertig. So, was soll man denn kaufen? 2 von den Schränken. Das sieht aus wie ein Ankleidezimmer hier, oder? Mal sehen, ob wir das hinkriegen. 2 von den großen Schränken soll man auch noch kaufen. So. Ein kleiner Türschrank. Mann, den wollte ich gerade hier hinsetzen. So, dann brauchen wir eine Schranktür. Und einmal eine Lampe. Sehr gut. Wir sind fertig. So. Schiebetür. Warum passt die hier nicht rein? Doch, so. Sollte eigentlich passen. Dann Bodenfliesen legen. So. Da und da. Ich glaube, die Bodenfliesen, da sind wir hier fertig. Dann einmal den alten Teppich hier restaurieren. Ach Quatsch, alten Teppich, den alten Stuhl hier. So, abgeschlossen. Nee. Wenn die Restaurierung jetzt beendest. Nee, ich will die nicht abbrechen, die Restauration. So. Okay. Sehr schön. Dann bin ich ja hier durch. Hier oben noch ein bisschen. Sehr gut. Kann ich das Ding auch noch weiß streichen? Wollte ich das weiß? Ich weiß es nicht. So, jetzt geht's aber unten. Unten noch weiter hier. So, sehr schön. Das Holz muss ja auch noch bearbeitet werden. So. Bin jetzt hier nicht fertig. Gerade noch 94% habe ich hier geschnörgelt. Fehlt denn hier noch was?
Eigentlich bin ich doch hier komplett durch, oder? Hab doch alle Stellen eigentlich 95% erst. Kann ich mir aber nicht vorstellen, wo noch irgendwas sein soll. Ich kann den Sessel ja auch nicht drehen hier. Ach, das muss ich ja ganz normal machen. Nur bei 85% hier. 87, 88. Neunundachtzig, 90. Zweiundneunzig. Wo soll denn hier noch was sein? Ah, das ist doch Kacke. Prozent, so weit war ich vorhin auch schon mal. Es kann ja nur irgendwo an den Füßen sein. Kann es aber auch nicht drehen, irgendwie anders nachher. Also für mich sieht das komplett fertig aus, aber ich kann ja nur abbrechen hier. Das ist eigentlich... Ach, das ist doch totaler Mist hier schon wieder. Können wir nicht besser, ich komme nicht weiter hin als 95%. Es muss ja irgendwo noch eine Fläche sein. Okay, mit X kann ich beenden. Alles klar. Dann würde ich sagen, sprühen wir den an. So. X kann ich beenden. Okay, das hätte ich vielleicht vorher wissen sollen.
Sehr gut. Dann ist nämlich der fertig, der Sessel nämlich fertig. Und dann können wir uns nämlich um das Möbelstück hier kümmern. Okay. So. Hoff doch mal, dass ich die richtige Farbe dann hab hier. Okay. So. Machen den Wein rot. Das dauert alles so lange, das ist Wahnsinn, ey. Aber hier geht's irgendwie ein bisschen schneller. Nee. So. So, dann machen wir hier. Hier machen wir grau hier oben. Mal sehen, wie das aussieht. So, dann machen wir die Tür hier drüben noch. Das geht relativ schnell. Fertig, so. Erstmal das, was wir alles sehen hier, ne? So, hinten die große Fläche geht wahrscheinlich am schnellsten. Sagte er und verkackte voll. So, bei 99% bin ich hier. Sehr gut, das ist fertig. Und wie macht man das jetzt? Ja, das ist eine schöne Farbe. So. Schön hier oben, schön hier unten. Ja, natürlich hinten das Ding bemalen. Ich wusste gar nicht, dass die Folgen sich... Dass das sich alles so lange hinzieht hier. Wahnsinn, ey. Okay, sind wir auch durch damit. Aber wir können auch mit Q wenden noch. Nur noch die Füße hier machen. Was sind wir denn bei 98%? Okay, auch fertig, sehr gut. Dann machen wir schwarze Füße drunter. So. So. Sehr gut, wir sind mal bei 92%. Und der ist
auch fertig. Puh, Gott sei Dank. War ganz schön heftig, ne? Aber okay, so, jetzt geht's noch ans Gegenstände kaufen. Auf jeden Fall ein Bett. So, dann 2 Nachttische. Einmal da, na gut, ich hätte vielleicht noch ein bisschen rüberziehen können. Was ist das denn hier, eine Fußbank? Wo packen wir die denn hin? Die packen wir hier in der Ecke. Schiebetür braun. Wo soll die denn hin? Okay, vielleicht sollte die ja rein. Passt. So, dann Pflänzchen. Kann man damit draufstellen. Das ist ein Spiegel. Eine Deckenlampe. Und eine Tür. Und dann sind wir hier auch fertig. Gut, da sind wir fertig. Da sind wir fertig. Puh. So, hier brauchen wir nichts mehr. Hier sind wir durch. Und dann müssen wir noch unten machen. Oh Mann, das ist heftig. Hier müssen wir noch irgendwas entfernen. So, dann Bodenfliesen legen. So, Wände streichen. In einem schönen Blau. So, und dann 20 mal das komische andere dort legen. Okay, das kriegt man aber auch hin, denke ich mal. Gucken wir, ob wir hier 20 Stück an der Wand kriegen. Wir haben noch nicht mal unten angefangen, irgendwas zu machen. Das ist schon heftig. So, das kriegt man trotzdem hin. Das kriegt man trotzdem hin. So, ablegen, verkaufen. Dann gucken wir mal, was hier noch rein muss. Eine Tür. Was ist das? Leitungsanschluss hängendes WC. So, dann Wasserinstallation, Spüle. Duschinstallation. Hier soll eine Dusche rein. Okay. Das kriegt man aber auch hin, denke ich mal. Bum, 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 bum. Dann machen wir das Klo. Die Spüle und dann noch die komische Eckdusche. Okay, alles ein bisschen enge hier wahrscheinlich. Okay, das kriegt man aber hin. Es ist, glaube ich, nicht so kompliziert hier. Aber da am Fenster passt die Dusche eigentlich nicht wirklich hin, ne? So, ein heller Spiegel. Handtuchhalter. Ein
2. Oh, hinter der... Nee, ist nicht hinter der Dusche. Okay. Gut. Dann, was haben wir denn hier? Hier können wir Bilder ranhängen, ne? Oder Spiegel. So, Streiche in den Farben grauer Nebel. Erstmal Bodenfliesen verlegen. Dann streichen wir. Dann müssen wir diesmal die komplette Wohnung streichen. Den kompletten Raum streichen. So, wir sind aber gleich fertig. 90% hier oben noch. Okay, durch sind wir. Jetzt muss ich mal ganz kurz aufs Handy gucken. So, okay. Was sollen wir denn hier hinpacken? Eckkleiderschrank. Okay, Eckkleiderschrank, dann wahrscheinlich eine Schranktür. So ein Schrank noch hier. Ein Kleinschrank. Ein Spiegel, den kann ich ein bisschen rüberhängen. Ist ja ein Ankleidezimmer, ne, so wie ich das sehe. Und eine Lampe. Okay, dann haben wir das, dann haben wir das, dann haben wir das. Überlegen, bleib nicht. Häng dich nicht auf. Häng dich nicht auf. So, auf jeden Fall eine Wohnungstür. Weiß. Zwei Lampen sollen hier rein. Und dann soll ich noch eine Steckdose hier reparieren. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. So, dann die Schrauben reindrehen. Okay. Wandbelag wählen. Ich würde das nehmen. So. Dann müssen wir komplett hier einmal rum. So, unter dem Fenster. Kriegt man das alles hin? Das dauert aber lange hier. Es reicht, glaube ich, nicht komplett, was ich mir hier als Vorrat angelegt habe. Ja, müssen wir mal sehen. Ne, das reicht nicht komplett. Okay, dann müssen wir nochmal neu. Nochmal zuschlagen hier. Da oben, da fehlt noch eins. Da fehlt noch was. So, jetzt sind wir damit fertig. Gut, dann können wir das verkaufen. Bodenfliesen.
kriegt man auf jeden Fall auch hin. Das geht relativ schnell. So, da. Und da müssen wir mal reingucken hier. Das passt alles. Okay. Was willst du denn hier? Ein modernes Bett. Okay. Einen alten Schrank. Stuhl und Schreibtisch wahrscheinlich. Den packe ich hier hin. Achso, dann brauche ich hier noch Vorhänge, ne? Nehmen wir die weißen am besten. Vorhang 2, okay, montieren. Geht schnell. So, rein, rein. Sehr gut. Hier ist noch so ein Ding. Habe ich den vergessen vorhin? Das sind 3 Fenster, ne? Dekoration. So, schön übers Bett hier drüber. Hier ist ein Vorleger. Und ich glaube, ich brauche noch eine Tür hier, oder? Ne, das haben wir alles. Das sieht zwar jetzt nicht so toll aus, aber okay, hier ist irgendwo noch Dreck. Na gut, dann sind wir hier oben aber fertig und müssen aber immer noch unten machen. Okay, das wird dann noch ein dritter Teil geben. Das wird noch einen dritten Teil geben. Weil wir haben hier unten ja auch noch ein paar Räume. Okay, ihr Lieben, dann geht's weiter im nächsten Part. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Bis dahin, macht's gut, euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.